So, meine lieben Damen und Herren, hier bin ich wieder. ja, willkommen zu einem weiteren Cast heute an einem schönen Prime League Sonntag. An meiner Seite, natürlich wie immer, gerne gesehen, mein lieber Marco. Hi. Hallo Leute. Hey, Leute. Ja, wir casten jetzt, glaube ich, zum ersten Mal die Sparrows gegen Vintex. Ich bin halt sehr gespannt, weil nämlich die Sparrows kurz davor sind, also wenn alles weiterhin glatt läuft, dass sie vielleicht auch in die Playoffs kommen, ne? Aber spielen halt auch in der gleichen Division wie die Phoenix. Und oh, jetzt bin ich in der irgendeine Aram-Gruppe gerade eingeladen worden. das habe ich natürlich auch so angenommen. Und ich bin hyped. Also das erste Mal, dass wir die Sparrows zusammen casten. Ne? Ich habe auch einmal co-castet und wir haben die noch nicht zusammen gecastet. Ja, ich habe die Sparrows noch gar nicht gesehen. Ich bin wirklich gespannt, was da auf uns zukommt. Also letzte Woche, bevor wir halt die Phoenix gecastet haben, haben sie halt gegen die Scumbags gespielt, den Zweitplatzierten in der Gruppe. Ich kann das euch auch gerne mal zeigen. Bam, mach ich mal hier. Tusch. Oh, scheiße. Nee, das ist falsch. So. F1 drücken und wie man hier sehen, gegen den Zweitplatzierten 1-1 gespielt und jetzt spielen sie gegen den Fünftplatzierten. Was glaubst du, ist das ausgeglichen oder können wir da trotzdem irgendwie auf ein spannendes Match hoffen? Also wir werden auf jeden Fall ein spannendes Match sehen, weil wir sind hier von der Elo nicht ganz so weit auseinander und auf beiden Seiten wird eigentlich relativ metalastisch so gepickt, auch in den Solo-Queues, was ich so jetzt gesehen habe. Also wir können ja auf jeden Fall ein Banger-Game sehen. Ja, nice. Dafür sind wir hier, ne? Für die Banger Games. Ja, wir haben vorhin die. Das habe ich schon wieder vergessen. Wir haben vorhin die. Tupelei, kleinen Hänger. Wen haben wir denn eben gesehen? Boah, tut mir leid. Das habe ich echt einen Hänger. Die Ravens. Die Ravens mal wieder casten können. Ne, kopftechnisch einfach komplett im Arsch. Die Ravens mal wieder casten können, die mit 2-0 da einfach durchmarschiert sind. War halt auch ein sehr geiles Game und ich hoffe natürlich irgendwie, dass die Sparrows jetzt heute nachlegen. Und mit dem Phoenix zusammen, die Phoenix auf jeden Fall schon safe in den Playoffs. Dann vielleicht zusammen irgendwie in die Playoffs gehen für Div 4, ne? Das wäre Das wäre natürlich auf jeden Fall geil. ultra geil. Hoffen wir natürlich nicht, dass die dann gegeneinander spielen müssen, aber wäre natürlich dann easy cast, ne? Aber, na, das wäre natürlich geil, wenn wir zwei Teams hätten, die dann die Playoffs für Div 4 spielen könnten. Und ja, jetzt warten wir halt nur noch darauf, dass wir eingeladen werden. Nebenbei, gerade spielen auch noch die Seahawks gegen Nummer 7 Pommes mit Tzatziki. Das Spiel, was sie eigentlich verpasst haben, aber jetzt doch spielen können. Dank dem gegnerischen Team, da gehen auch nochmal Grüße raus. Ist natürlich nicht selbstverständlich, aber zeigt halt vom Sportsgeist irgendwie solche Spiele halt spielen zu können. Ja. Anscheinend können wir uns hier nochmal kurz die Gruppe angucken, wenn wir wollen. Wie gesagt, wir sind kurz vor Ende der Prime League, ne? Also wir haben Spieltag 6. Es ist nur noch, also dieses, ne, heute und dann nächste Woche nur noch. Und dann ist halt die offizielle Gruppenphase auch schon vorbei. Das sind zwei. Wie viel sind 7 Wochen? 8. Ja, knapp 2 Monate, ne? Ja. Knapp 2 Monate mit vielen Games. In den letzten Monaten, also in den letzten Wochen, konnte man nicht so viele casten, weil es sich immer ein bisschen überschnitten hat mit dem und bla und blub. Aber, also grundlegend ist das halt echt nice. Und das macht auch echt übelst viel Spaß. Ich hoffe, dass das sich noch ein bisschen bessert. So, Ja. klar, es ist immer schwierig, ne, die Termine so zu legen, dass alle gecastet werden können, aber so, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir hier mal einen ganzen Samstag und Sonntag so ein bisschen füllen können. Cast. Hatten wir ja am Anfang irgendwie das Blitz, da haben wir ja irgendwie drei oder vier Spiele gehabt. Aber es hat sich ja dann so ein bisschen Gut, auseinandergerissen. das war da auch, aber wegen den
Qualifier, wie heißt's? Kalibrierungsphase? Nein, 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 nach Kalibrierungsphase, der ne? Kalibrierungsphase Okay. hatten wir auch Games da. Da hat Martin dann zwei gemacht. Oder Martin eins produced mit irgendjemandem. Dann hat sogar Swifty sogar produced mit Yuki. Und dann haben wir zwei Games gemacht. So, da hatten wir echt einen vollen Tag. Das war echt krass. Ja, aber wie gesagt, ne, es ist halt immer schwer, gibt keine festen Tage, also holt keine 100% festen Tage. Zu den Playoffs, da haben wir auf jeden Fall feste Tage, das kann man ja halt jetzt schon mal sagen. Da werden auf jeden Fall zu festen Zeiten feste Spiele gespielt und das werden auch Best of Threes. Und ich glaube, da sind wir auch den ganzen Tag mit beschäftigt. Also das Wochenende halt durchbeschäftigt, ne? Darauf bin ich halt echt hyped. Und wenn die Sparrows noch dazu kommen, dann haben wir ja richtig große Varianten von Spielen. Sehen wir vielleicht nicht nur die Phoenix, sondern auch wenn alles gut läuft, noch die Sparrows dazu. Ja. Ist ja gut. Oh, eingeladen, wurdest du geaddet eigentlich? Ja, Bei mir ist alles gut. nice. Sind ziemlich leise schon wieder. Ja, passe ich auf jeden Fall an. Vielleicht Marco. Ich muss Marco noch ein bisschen lauter machen. Das wird gleich noch laut genug, Leute, Boah, ne? jetzt habe ich Marco lauter gemacht und jetzt bin ich gerade fast vom Stuhl gefallen. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Ich gehe mal ein bisschen näher ans Mikrofon. Hallo. Ja. Ja, ich muss mir im nächsten Monat muss mir mal ein neues Mikro holen. Dann wird das auch alles besser. Aber Dankeschön für das Feedback, dass wir leise sind. Dann können wir nämlich auf jeden Fall arbeiten. Leise ist immer besser als zu laut. So. Natürlich auch, wenn der Stream laggt, wenn irgendwas ist, wenn irgendwas fehlt, einfach in den Chat schreiben. Wir lassen das beim Kommentieren unkommentiert. Aber wir fassen es auf, wir nehmen es auf. Und zack. So, dann hoffen wir, dass wir hier bald mal in den Draft reingehen. Ich bin Ja. wirklich gespannt, was wir sehen werden. Ich auch. Also, was ich so gesehen habe, werden wir wahrscheinlich hier. Naja, es ist halt ziemlich eindeutig so, würde ich fast sagen. Also, wir werden Was wahrscheinlich einen sagst du? Rakan-Ban sehen. Die Ahri. Sylas, maybe. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Face Like Creeper Maybe gerade. noch die Diana oder sowas, weil ich glaube nicht, dass man Chefo rausnimmt. Oh doch, Aber. da wurde eben vorhin auch schon über. Das ist halt echt ein guter Jungler, ne? Gerade Early Game sehr, 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 sehr heavy. Oh, werden wir auf jeden Fall sehen. Aber wie gesagt, Sparrows absolut kein Plan. Das ist einerseits übel schade. Andererseits ist es dann auch. Hat man da gewisse Überraschungen so. Und dann kann man da getrost. Oh, ich muss die Seite noch ändern, bevor es hier losgeht. So, hier jetzt erst. Zack. Safe. Boom, bang. Also ich kann es halt noch mal sagen, ne? Also Vermutlich wird auch die Kamel gebannt, ne? Wo wir hier angefangen haben zu producen, beziehungsweise zu casten, wurde uns ein Repertoire an technischen Sachen dazugelegt. Und das ist halt echt nice. Ne? Also es sind halt echt wenige Klicks, wenig Aufwand. Du kannst dich halt super vorzubereiten und es geht halt echt schnell. Daraus noch echt nochmal ein großes Lob irgendwie an die ganzen Entwickler und die da die ganze Zeit hinter standen. Die das alles programmiert haben. Wie gesagt, ich bin immer noch Entschuldigung, richtig begeistert, wie das alles so funktioniert. Ja, gut. Ja, wie gesagt, wart mal noch ein bisschen. Wie war denn dein Wochenende? Oder wie war euer Wochenende im Chat? Könnt ihr mal ein bisschen le Klatsche Dino und ein bisschen erzählen, was ihr das Wochenende gemacht habt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schlafe zurzeit irgendwie sehr gut. Aber dadurch, dass ich sehr gut schlafe, bin ich auch sehr relativ lange wach wieder. Und mein Tagesrhythmus ist komplett im Arsch. Tja.
Warten wir ein bisschen. So. Aber wir können mal gu ganz kurz gucken. Die Budgies haben nämlich auch gespielt. Nee, Quatsch, die Budgies spielen morgen. Für Blödsinn. Die Kingsfisher haben heute gespielt. Da können wir mal kurz reingucken. Auch ein relativ neues Team in der Echo-Community. Durfte ich leider auch noch nicht casten. Ich hoffe, da kommen wir auch noch dazu. Wenn es irgendwie das Letzte ist, Letzte ist, was wir tun. So, Jetzt und gerne. nichtsdestotrotz gehen wir rüber in den Draft. Was wolltest du sagen, Marco? Gerne noch die Cam einbinden. Achso, doch noch Die die auf Cam Discord. einbinden. Doch noch die Cam einbinden. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen sehr Was kannst du provisorisch. holen? Erzähl du mal ein bisschen was über den Draft. Ja, noch sehen wir nichts. Wir warten auf den ersten Bann. Aber die Cam ist gebannt, wie ich schon vermutet hatte. Jetzt wären wahrscheinlich wirklich Rakan, Ahri. Was hatte ich gesagt? Rakan, Ahri und ja, C4 oder Diana. Ja, da ist die Ahri auch schon raus. Und ja, ich habe keine Ahnung, was man jetzt noch bannt bei den Sparrows. Weil die wirklich recht flexibel picken. Ja, gut, der Nocturne wurde viel gespielt in letzter Zeit. Von Hast du nicht sogar noch gecallt? Krabby. Nee, ja, der wurde halt viel gespielt, aber ich kann es eigentlich nicht verstehen, so wirklich. Also, ja. Nocturne ist halt so ein bisschen Solo-Queue-Champion, ne? Ja, da kommt der Rakan-Ban. Und dann, wie vermuten wird, halt Diana oder C4 wird dann noch gebannt. Seitens von den Sparrows. Und Victor raus. Victor immer noch ein guter Pick, ne? Also immer noch alles, der bringt immer noch alles mit. By the way, Hase, ich habe dir den Link geschickt und das Passwort. Ja, red einfach weiter. Ich Da bin ich, ihr Schnuggis. bind das mal alles halt gerade ein. So, Diana. Naja, klar, jetzt sind wir die Diana. Dass der generell in dieser Meta halt immer noch offen bleibt, ne? Ist halt auch, Man glaube wird ich. jetzt wahrscheinlich ein ADC-First picken, oder? Macht man das nicht eigentlich aktuell Oh so? ja. Also, ich sehe jetzt öfters Ja, Jinx. ADC picken. Ja. Und auch eine Jinx. Die wurde ja ein bisschen genervt, ne? Jetzt aktuell. Haben ja irgendwie die Mana-Kosten hochgenommen und sowas. Ja. Im Early, im Late Game ist immer noch stark. Ist halt immer noch ein Late-Game-Champion, ne? Also, auch Ja, aber es wenn. macht sie anfällig in der Early Laning Phase halt. Also. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch einfach straight up relativ so. Du musst halt immer, deine Spielweise wird dadurch nicht anders, nur weil deine Mana-Kosten halt hoch sind. Und man beantwortet das mit Lucian. Lucian hat Ja, immer Jinx noch. wurde genervt, Lucian wurde gebufft, ne? Ja. Und siehst du, man pickt selber den C4. Somit hat man Diana und C4 rausgenommen. Das ist natürlich sehr, sehr klug. Aber man hat sich auch auf jeden Fall die Jinx gesichert, ne? Lulu ist halt noch offen, die könnte man jetzt irgendwie in der Rotation picken. Oder halt irgendwie Janna Karma oder so. Und Karma vielleicht ist die. ja zurzeit auch so stark, ne? Die Es ist ja ist so komplett dumm. busted. Es ist ja, es ist. Aber es Also. bringt ja nicht nur was für die Lane mit. Und es wird ein aggressiver Support, es wird die Leona. Sie sieht man selten zurzeit. Gerade mit der Verbindung mit einer Jinx. Ja, weil Leona Um ist der auch immer Rot. schwer, ne? Leona ist halt nur nach vorne spielen, ne? Ja. Leona bietet dir halt nix. So. Wenn Also. Leona drin ist, ist sie drin. So. Die kann ich Bietet nicht halt stillen. nur Engage, ne? Aber mehr auch nicht. Also, Ja. es ist halt. Da ist halt. Mit der Karma kannst du halt so vieles machen, so. Deswegen finde ich die halt auch echt stark. Aber mit Liegepart jetzt, der auf 3 gepickt wurde, auf Seiten von Vintex, bringt man halt noch ein bisschen Early Game Pressure mit, ne? Ja. Und Lucian Lucian Nami. Das Nami. wäre ja das Traumpaar, so, ne? Ja, es ist das halt, wenn wurden beide gebufft, ne? Also Nami und Lucian, und wenn die halt wieder available sind, wenn sie halt durch die Lane kriegst, so, ne? Wir hatten halt auch schon Games, wo Nami und Lucian gepickt wurden, die konnten halt überhaupt nicht das erste Spiel spielen. Genau, auf der Seite der Sparrows noch gebannt. Red raus. Also das wäre jetzt kein Bann, weil halt irgendwie schon sehr viel AD gepickt wurde. Ist auf jeden Fall kein Java Mitte, also auch wenn ich es feiern würde. Aber wird nicht sein. Wo Könnte könnte nur man. Lucian mit sein. True.
Aber trotzdem hat man dann zu viel AD. Ich weiß gar nicht, ob der ADC der Sparrows, man bleibt selber den Wieso hat Weiger. man zu viel AD? Ich wollte gerade sagen, man kann den Weiger immer noch aus der Botlane spielen aktuell. Ja, aber dann hat man gerade Aber. so seine Seiten von Sparrows gebannt. Aber so mit einer Nami oder so, ja, nee. Nee. Ah, nee. Also wenn man halt schon die Rotation durchkriegt mit Lucian Nami, dann sollte man das, glaube ich, auch einfach spielen. Wie gesagt, ich bin immer noch verwundert, dass Leona gepickt wurde. Aber wie gesagt, da stehen halt Leute hinter, da steht ein Plan hinter, Aber wie die jetzt Leute hast du halt halt spielen auch die müssen. Kombi, um die Jinx im Early zu punishen, ne, mit Lucian Nami. Also es ist Ja, gar auf nicht jeden so Fall. schlecht. Also muss ja halt einfach ein Fail-Step mit Leona machen, da bist du drin und kannst halt runtergefokust werden, ne? Und halt, ha, muss man halt spielen. Vielleicht irgendwie wird die Jinx dann irgendwann auch alleine gelassen. Wenn So. man seinen Jungle aufgeben will, kann man mit Jarvan auch Ja. Level 2 ganken auf der Botlane so. Orn heute schon das dritte Mal gepickt. Irgendwie haben sie irgendwas mit Orn gemacht. Nie, dass ich wüsste. Aber es ist halt einfach ein Tank. Gut. So. Ja, weil wir halt irgendwie auch viele Bruiser sehen, ne? Vladimir. Ah, Corki kann ich auf jeden Fall sehen. Corki kann man, wenn das Match. Ah, die müssen jetzt beide Solo-Lanes offen lassen, ne? Müssen jetzt beide Solo-Lanes picken. Sonst hätte ich nämlich gesagt, Corki, guter Pick, weil den kann man noch flexen, weil der hätte auch auf Top-Lane, kann er auch Freescalen. Aber man muss jetzt beides offenlegen. Ich glaube, was fehlt denn jetzt? Nochmal Engage, ne? Also irgendwas Eigentlich noch ein Frontliniges. bisschen, ich hätte fast gesagt, noch ein kleines bisschen AP, oder? Also Cookie bringt zwar AP mit, Ja. aber dann spielst du den halt nur auf Poke. Oben wird The Bird is the Word. Ja, bringst Würde da halt eher sowas eine Ori, wäre Ori halt. sehen oder so. Lissandra ist halt auch nicht schlecht. Qiyana. Lexo halt irgendwie voll AD. Xerath. Serrat ist auch völlig fein. Ist Ja. völlig fein. Ja. Ja. Du hast halt gut Poke mit einem guten All-In. Du hast halt Der Overall. Croaky wird keinen Spaß haben, so, ne? Also der wird halt komplett outranged. Im Early hat er halt nichts zu melden. Ja. Aber das Und glaube ich, gerade, er nimmst du will mit. AP gehen, ne? Du musst das ja auch mit betrachten, dass er wirklich, also er muss ja wahrscheinlich auf die AP-Variante gehen. Auf das Pork, ja, auf die Pork-Variante, ja. Und damit ist er halt im Early noch langsamer, würde ich sagen, fast. Naja, also Corki hat sehr, sehr schlechte Matches, aber dadurch, dass das Hexzeichen halt gebufft wurde, rusht er halt einfach Hexzeichen und danach ist er halt erstmal gut, so, ne? Muss halt gucken, ob das so alles synergiert, weil man hat Ja halt. klar, der kann das Hextech spielen. Entschuldigung, da steht ins Wortfalle, aber das ist halt alles, was irgendwie den Damage Spike delayed so. Ja, true. True, true, true. Ja. Aber Ist halt das, was. hätte schlimmer werden können. Ich glaube, Xerath ist halt immer noch besser, als irgendein Assassin oder so eine LeBlanc ins Gesicht zu kriegen gegen Corki. Das läuft, finde ich, schlimmer als ein Xerath. Xerath kannst du halt Ja immer gut, noch dodgen. mit Z hast du auch ein bisschen Shoot-Damage so dabei, ne? Das ist halt alles so eine Sache. Ja. Ja, und nichtsdestotrotz, Draft ist durch. Macht euch mal ein bisschen Gedanken über den Draft. Wir machen uns Gedanken über den Draft und dann sehen wir uns gleich in-game. Spectator Delay und all so ein Blödsinn. Also bis gleich. Later! So, ihr Hasennasen, willkommen zur ersten Begegnung von White Nix gegen Sparrows. Irgendwie geht der. Ah, ne, Moment. So, bei mir geht's jetzt los. 10. Bei mir geht gar nichts. Doch jetzt. Geht los. Bin bei Wie viel 13. warst du schon drin? Weiß ich nicht. Alles gut. Ist ein bisschen langsam. Tja, wir haben noch ein bisschen über die Draft geredet. Wir Und sind uns ziemlich sicher, dass es über den Jungle geht alles, ne? ja, genau. Also der Draven und die Sinn werden auf jeden Fall das Spiel kontrollieren. Und auf jeden Fall die Richtung gehen, wo es hinläuft. Wo ich halt so ein bisschen die Gefahr sehe, dass Lucian Army halt, also wenn die nicht aufgehen, sind die relativ los. Aber hier schon mal der kleine Engage in die Mitte. Und vielleicht, okay, muss doch kein Flash gezogen werden. Aber er muss halt schon mal nochmal backen. Oh, schon guter Poke, schon gute Early Aggression. Ah, und der Goldlied ist einfach da, ne, oder? Ja, jetzt ist auf jeden Fall. Serhat mit seinen 20 Gold. Oder hat er? Hat er? Nee, hat er, ja, hat er. Ist ja kein Supporter. Ja, Nee. okay. Ach Das doch, auch. die Nami hat die 20 Gold bekommen. Alles gut. Ja, true, 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 true. Und er spielt First Strike.
Aha, das sind 29 Gold schon, Ja. Goldlied. Jetzt sind wir hier ganz schön ahead mittlerweile. Aber mal gucken, wird hier in die Jungle fegt. Nami und Lucian wollen hier trappen. Lucian weiß noch nicht so wirklich, wo es hingeht. Aber wie gesagt, hier der JFall Path von Top to Bot. Um Genau, wie halt, denn das hin? ja, genau, wie er ist, um halt einfach die Botlane halt irgendwie ins Rollen zu bringen, ne? Du musst natürlich auch gucken, dass du die Lane halt auch so spielst, dass der Javon halt auch möglichst ganken kann. Vielleicht ist er auch einfach nur zum. Ist er auch, oder ist er einfach nur zum Counter ganken da, Marco? Also er sollte Counter ganken, definitiv. Ja. Der Lee Sin sollte eigentlich nur da sein, um abzusichern, dass man da nicht zu viel verliert. Man skillt ja eh, also man braucht nichts forcen, du brauchst nichts eingehen da. Lee Sin. Auf der Top-Lane zeigt das Set auf jeden Fall schon, der Set auf jeden Fall schon so starke Dominanz und hält den Arm von dem Raids weg. Also er wird es so kriegen, aber er muss halt unter Tower farmen. Das ist halt im Early, glaube ich, so ein bisschen die größte Katastrophe. Hast du auch das Level 2, kannst du das mit dem Q farmen, ist kein Problem. Early ging in der Mitte. Und ja, konnte raus, der schon war kein Problem. Auch schon mal das Passing halt gezeigt. Ja, aber den Tempo-Lead aufzugeben als Jungler ist ziemlich bad, muss man wirklich mal dazu sagen. Okay. Weil du wirklich eigentlich an der Krabbe sein willst. Vor Lee Sin. Und musstest jetzt dadurch die Wölfe skippen. So. Ja, wird auch schon von dem gegnerischen Jungler wird auch schon gepinkt. Also Das der hat ist weh, der Trade. ja auf jeden Fall. Also, das hat ja. Er ist so ein typischer Lucian-Namen-Trade, ne? Also der auf jeden Fall gut gespielt wird. Lee Sin schon auf der Bot-Side. Wird nicht gespottet, muss aber von den Sparrows klar sein. Oh, jetzt geht man auf jeden Fall mit Lucian ein bisschen weit vor. Flash raus, aber zu viel da und Damit wird Fastbit. er nicht gecatcht, ja. Ja. Aber ja, und die Namen kommt auch noch raus. Und Double Genau, Kill. das ist das Tempo, was ich dir gesagt habe, was man verloren hat in der Mitte auf Zeit von Chefo. Somit bist du nicht early genug an der Botlane und ja, damit wurdest du gepunished. Ja, aber dann gehst du halt auch nicht als Botlane vor. Wenn du weißt, dass der Jungler noch nicht bereit ist, irgendwie. Das wurde bestimmt vorher kommuniziert. Ja, aber du willst ja deine Lucian Nami Botlane trotzdem aggressiv spielen, so Ja. ist halt so immer. Da ist man so ein bisschen im Zwiespalt. Ja. Naja, auf jeden Fall Double Kill für die gegnerische Botlane, das heißt für den Double Kill für den Lee. Beides ist nur ein Flash gefallen, Exhaust, Flash von. Was noch ab von Lucian, Flash und Ignite noch von der Nami. Also wie gesagt, wurde nichts großartiges los und hier der Damage von vorne, Alter. Das, ja. Oh, Leona auf dem Oh, Weg da nach wird aber oben. super reingetradet. Ist schon Power-Akku, wird Aber man kriegt aufgehalten. hier die Leona roamt Richtung Topside und der Lee Sin kommt dazu. Das ist natürlich richtig Ja. toxisch und damit ist er untot. Und der nächste Kill geht an Lee Sin. Ja, wieder. Ja, und wieder wird die Mitte angegangen. Corki braucht keine Probleme da rauszudaschen. Und ja, Nee, das ist das falsche Ziel so. wieder ein bisschen zu viel Zeit. Ne? Also also diesen Playstyle kannst du halt spielen mit Lissandra. Also Lissandra wurde ja vorher schon gehabert. Und es hat sich für. Die haben sich halt für Xerath entschieden. Ja. Also wie gesagt, da hat es geklappt. Auf jeden Fall. Ja, und der Lee Sin behält sein Tempo und Path ist halt wieder auf dem Botlane, um die Sparrows Botlane, glaube ich, wieder anzugehen. Ja. Also ein bisschen schade irgendwie, dass da nicht noch ein bisschen gewartet wurde, weil der JV war ja schon auf dem Weg auf die Botzeit. Da konnte man halt einfach nicht irgendwie 1, 2 Sekunden warten. Weil dann wäre es, glaube ich, ein bisschen anders, hätte es ein bisschen anders ausgesehen. Dann hätte man eine 3-in-3-Situation gehabt. Lässt sich auch auf jeden Fall wieder reinpushen. JV und Lee sind wieder parallel Richtung Botzeit. Ja, und Xerath, der prockt sich halt einen weg, ne? Er kann ihn halt die ganze Zeit porken, aber trotzdem im Farm Behind kriegt doch die dicke Wave. Aber ja. Sowas von dem Farm Behind, das ist ja.
Es sind halt schon mehr als eine Raves und er ist halt nicht mal gestorben oder so. Es ist halt einfach ja, spielerisch, also einfach CS, ne? Wie man halt CS. Corki ist auf Roam auf Topzeit, wird gepinkt. Es werden halt alle gespottet, ne? J4 beim Drake will dann eingehen, kann er glaube ich nicht. Ja, und dann geht wieder ein bisschen Zeit irgendwie in die Klöten, ne? Aber hier bei dem Spielstil macht der Leona Pick auch Sinn. Weil er halt dann einfach. Ja, die können das halt einfach aggressiv spielen, ne? Ja. Und mit dem Ich finde es ein bisschen schade, man hat Hexe den Kopf schon Topseiten. Hexaflash into E. Hat getroffen, Duschen wurde ignited. Closer Fight, der doch Richtung Toplane aus, Botlane ausgeht, von Vintex. Das wird hier der Solo-Bolo? Nee, war knapp. Sah auf jeden Fall gut aus, waren gute Ansätze von beiden. Aber noch relativ even. Aber der Damage, ne, den Norm macht, ist natürlich irgendwie abartig. Beide Solo-Laner von Sparrows sind far behind. Muss natürlich nichts heißen. Und die sind halt auch wieder Toplane, Orno und ja, der nächste Kill an Lee Sin, ne? Der sich jetzt hier so eine kleine goldene Nase halt verdient. Rechter Zeit um jeden Ort, Leona auch schon wieder Richtung Topside unterwegs, irgendwie den Lee Sin beim Herald zu unterstützen. Um das ist genau das, was du willst halt, ne? Du hast halt jetzt einen Early Lee Sin, der mega stark ist, so. Du kannst halt jetzt musst du wirklich erstmal gucken, dass du hier die nächsten Plays gescheit spielst, weil du brauchst ja jetzt hier mit einer Early Game Combo, die auf Seiten von Sparrows gedraftet wurde, jetzt langsam mal ein bisschen Impact und ein paar Kills. So. Ja. Also es sah ja nicht schlecht aus, bloß dieser eine Fauxpas hat das ganze Spiel halt ein bisschen rumgerissen. Und ah. Vielleicht besser als die Saison, ne? Das war letzte Woche auch so, da hatten sie in Game 1 halt Tag gestruggelt. Ne? Dann kamen sie in Game 2 genauso stark wieder zurück. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt ja nicht alles abschlagen, steht erst 4-0, alle Kills auf Lee Sin. Und da geht auf jeden Fall noch was. Ja, du hast jetzt dein Herald noch, damit kannst du auch mal ein bisschen Gold generieren. Den willst du eigentlich auf in die Botlane fandeln. Ja. Und. Na. Aber weißt du, jetzt noch eine Minute warten. Corki back, also Wave rauspushen, Corki back mit Package dann Richtung Bot diven, Herald fan. Aber das ist genau der Moment, ne? Du bist jetzt als J4, hast du gesehen, dass da gewartet wurde. Genau da, wo er jetzt den Wart klärt. Du hättest jetzt einfach durch den River durchgehen können und die Botlane ganken können. Ohne gesehen zu werden. So versuchst du jetzt den Wart zu clearen und bist halt die megamäßig im Bedrängnis, weil jetzt die Botlane und der Lee Sin auf dem Weg sind zum Kuba. Und Leona wird angegangen. Leona geht komplett rein, Sonnenoption trifft, währenddessen geht auf der Topside der Fight weiter. Und Solo-Bolo. Dann wird der Un einfach weggesmashed. Ja. Schwerer Start für die Sparrows. Oh, das ist richtig hart. Und wo die Platzierung auf jeden Fall nicht widerspiegelt, die Vintex. Währenddessen wird der Xerath angegangen in der Mitte. Oh, aber der kriegt auch ordentlich Damage. Geht Kaffee zu setzen. Oh, oh. Der geht ja nicht offensiv. Und das ist ein harter Shutdown. Wer sollte der fallen? Geht auf jeden Fall die Gold weg. Letzter Schuss von Xerath. Oh. Da wird abgewartet, da wird zu lange abgewartet. Die Ulti müsste jetzt auslaufen. Ja. Schade, kein weiterer Kill, aber sind auf jeden Fall ein bisschen zu aggressiv. Ne? Das hat auf jeden Fall ein gutes Shutdown gegeben. Für den Xerath oder für den J4. Ja, meanwhile auf der Botlane duschen und Dings fahren ein bisschen die Nase hoch. Ne? Duschen mit dem 20 CS Lead. Aber dafür kann sich Stinks halt irgendwie die Nase pudern, ne? Die sind in der Mitte, da wird sogar geflasht, um den Xerath zu healen. Kick sitzt und Dominating. Der hat schon sein Godricker fertig, Minute 11. What? Oh, hier Leona.
Im Busch. Kann easy einfach Flash sogar auf den drauf. Javon ist auch da. Und diesmal ist J4 da und da wird es ein Kill geben für den Lucian. Ja, nein, ja doch. Oh, vielleicht sogar noch ein Double Kill. Da wird sogar noch Flash und Double Kill für Lucian. Ne, der J4 hat einen bekommen. Aber ist in Ordnung. Wir haben ja zwei Kills auf der Botlane gesehen. Gut. Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig gewesen, dass man hier irgendwie noch eine Reaktion zeigt. Ja. Also wie gesagt, die einzige Hoffnung ist halt immer noch irgendwie, dass... Oh, da kommt man noch weg. dass er Lee Sin halt noch abfällt. Ne? Und bis jetzt hat Lee Sin halt irgendwie alle Kills. 6 von 7. Ja, aktuell sieht so aus, dass er halt nicht abfällt, weil er eben so viele Kills hat. Ja. Aber und ich denke, wir sind hier irgendwo in Minute 30, wo er vielleicht anfängt abzufallen. Wenn überhaupt. Ja, und dann spiken halt die anderen. Also spiken halt Corki und Jengs. Aber jetzt wird hier der Set angegangen und wird auch von Xerath gelasert. Ja, wenn das wird auf der Botlane der Herald gefahren und schön in den Corki rein, benutzt seine Package, um die Minions halt zu clearen. Ist halt auch eine Variante, weil kein Objective Dennis, kein Objective anfällt. Ich habe die Objective Timer wieder vergessen. Und ja, und jetzt ist man hier mit dem First Tower super dabei auf der Botlane. Man kann halt dadurch weiter für die Drakes spielen. Man baut hier Deep Vision auf. Das sieht halt super aus, ne? Ja, Sparrow ist ein bisschen an der Wand gestellt, ne? Also ein bisschen, also relativ noch. Also sie zeigen auf jeden Fall stärker irgendwie, dass sie halt spielen können. Die Gegner overextenden halt auch schon ganz gut. Das heißt, man kann Fehler bestrafen und man sollte halt auch die Fehler bestrafen. Ja, währenddessen irgendwie Corki First Tower noch mehr Gold in den Rhein gefandelt und hat jetzt auch schon seine Mana-Mone fertig. Geht jetzt Lost Chapter auch schon fertig, Spoots in die Runen gegangen. Und ja, geht jetzt Richtung Ludens, um das Progbait halt zu perfektionieren. Währenddessen Xerath mit Trainer, Lost Chapter und Blessing Board im Inventar. Der geht sogar Richtung Ludens. Ja, aber die Nami-Qs, die sitzen, ne? Die sitzen auf jeden Fall. Oh, Nami hier ein bisschen out of position, Leona da. Und Eruption trifft und damit wird Leona abgeholt. Nami abgeholt Nami von Leona. Oh, jetzt fährt also 5 Leute von sich. Aber da kannst nichts machen. Hätte sogar noch einen Shot tanken können von Z aus. Ja, so kriegt man halt 2 zu 0, ne? Schnelle Plays auf Seite von Vintex. Die halt auch einfach funktionieren. Ja, Vintex kann ja jetzt voll aufspielen. Also du hast jetzt diese 5000 Gold Lead. Die wahrscheinlich kommt. Also, ja, wie viel hast du jetzt? Du hast, ich muss mal kurz rechnen, Mathe, 1500 gerade mal auf den Lee Sin, ne? Also hast du immer noch 4500 auf den restlichen Team verteilt. Du hast auf den Set 2000 Gold. Mitte ist sogar 500 Gold ahead. Also, ja, und wir haben hier eine Scaling-Comp. Das sieht jetzt mal nicht so gut aus. Ja, ne? Ja, true. Aber wie gesagt, wir haben ja schon gesehen, dass das Vintex auf jeden Fall Fehler macht, ne? Dass sie halt manche Zeiten irgendwie zu overaggressive spielen und dass man die halt dann auch abholen kann. Aber hier wird Leona auf jeden Fall gut mit Lee Sin am raushauen. Jinx hat sich überhaupt keine Gedanken machen, dass irgendjemand kommt. Krabby Dip kommt dazu. Steht im Busch, ich weiß nicht, ob er gespottet wurde. Ich frag mich gerade eins, ist denn First Strike so gut auf Xerath? Ja, du kannst es auch mal safe trocken. Weil du halt nicht so weil du halt nicht so gut getroffen wirst. Ich habe jetzt der Ohren halt ein bisschen an. Alter, wird wieder geflasht. Filmkehrt und hinter Xerath und Tipp. Ja, und da ist es halt vorbei, ne? So. Ja, und das wäre die Kompanie von Vintex und Aber siehst du, wie gut der Supporter und der Jungler zusammenarbeiten? Das ist echt Wahnsinn. Ja. Also, okay. Also die Leona tut so super mit dem
mit dem Lee Sin zusammenarbeiten, das ist echt, echt schön anzusehen. Aber du spielst halt auch das Early, ne? Also du bist halt auch die beiden Early Champions, die halt auch was bewältigen können. Und gerade mit dem 6-0, die musst du das halt so machen. Der zweite Charge geht auch durch. Hier wird man noch den nächsten mit den T3 Tower, denke ich, knacken in der Mitte. Kriegt ja, man ja, der wird fallen. Kriegt man auch doch, kriegt man noch. Ja, Leisure. Ja, und Sparrow ist halt war-technisch in die Defense-Teil getrieben. Das ist halt jetzt echt die Frage, wie willst du das noch spielen? Ich habe schon wieder eng gedrückt, ne? Ja, du müsstest einfach mal zusammen zu dem Drake gehen, weil der dritte Drake ist ja jetzt gleich da. Und müsstest versuchen hier. Ach, vielleicht noch Port abbrechen? Ja. Erzähl weiter. Mit einer Urn-Ult und einem schönen Teamfight versuchen, das irgendwie jetzt zu spielen. Ja. So. Du hast jetzt die Chance, hier noch ein bisschen Vision aufzubauen und an dem Drake noch das Game zu flippen. So, du hast nur noch die Möglichkeit, jetzt hier den Flip einzugehen. Vielleicht vorher noch ein Catch legen, aber ja, da wird man zu geil gespottet, weil die Knallflimpf einfach. Kein Catch eingehen. Du brauchst jetzt eigentlich bloß zu dem Set runterrennen und den einfach mal töten. Aber dafür sind wir halt schon wieder zu weit rausgetrieben und zu spät am Drake alle. Und zu krass gesplittet, ne? Ja. Einfach mal zusammen was machen. Jetzt kannst du es vergessen. Ja. Jetzt kannst du als Urn auf die Topside gehen, kannst die Waveform Mitte rauspushen. Jetzt ist es vorbei. Du brauchst jetzt nicht mehr dort rumstehen. So. Kann man halt einfach den Mitte-Tower nehmen, ne? Also. Ja, den willst du nicht bekommen, aber du kannst auf jeden Fall andere Dinge tun in der Zeit. So. Ja. Waves rauspushen. Und ein bisschen verloren. Die sind halt schon wieder am Counter-Jungle. Ist auf jeden Fall stark sechstplatzierter. Lee Sin hier. Und wird gespottet. Oh, den Koki holst du dir jetzt hier ab. Und da ist der erste Kill. Jetzt musst du deinen Lucian irgendwie beschützen versuchen. Aber der fällt. Der Urn ist weiter drin. Hier ist. Währenddessen geht auf Jarvan die Sonneneruption. Und der wird auch hier fallen. Und der Urn geht auch mit down. Nein, der kommt noch raus. Aber gerade so, der Nami hier ging noch durch. Aber da kommt die Rocket und damit ist er gefallen. Und die Nami wird auch noch hit abgeholt, da flasht man rein. Jetzt ist nur noch der Serat am Leben. Und ja. Also wilder Fight. Ja, also wär's in den Step halt nicht so behind gewesen, wär's auf jeden Fall positiv für die Sparrows ausgegangen. Weil das war ein ziemlich relativ knapper Fight. Wer hat eine Shutdown gekriegt von Lee Sin? Der Xerath hat sogar eine Shutdown gekriegt. Tja. Aber wie gesagt, war vielleicht noch ein, zwei solche Fights. Wenn Nami unten rausgekommen wären, dann wäre das in Ordnung gewesen. Aber ja, dadurch, dass Nami unten noch gefallen ist. Ja. Aber es du musst es halt so sehen, das ist halt dementsprechend okay. Weil du hast halt hier Shutdowns für Kills getradet, die so egal sind. Also relativ egal sind. Du hast ja jetzt auch nichts draus gekriegt, du hast keinen Tower draus gekriegt, kein Objective draus gekriegt, so, also pff, nimmst du. Und es war halt ein hartes Missplay von Corki, das man halt bestrafen konnte. Boah, hier könnte man die beiden angehen. Aber Corki auch schon wieder eine. Corki wirklich relativ. Der Set ist nicht da, ne? Man könnte ja da mal versuchen, jetzt reinzufahren, aber. Man hat keine Vision auf ihn. Das glaube ich so, das ist das Problem. Und da versucht man zu engagen und hat halt leider einfach nicht geklappt. Du hast halt noch keine Wave gescheit rausgepusht. Botlane pusht, Toplane pusht. So, du darfst jetzt nicht die Zeit verlieren. Solltest jetzt, denke ich. Du sollst ein T2 Tower für das Bounty in der Mitte traden, ja. Hab ich auch kurz gedacht, aber dann gehen sie halt weiter durch, so, ne? Es ist halt. Oh, der Xerath-Schaden ist auf jeden Fall da. Jarvan versucht hier zu flanken, aber eine. JFO wird hier abgeholt, komplett. Aber währenddessen geht Lucian durch. Lucian durch, Leafstorm. Oh, und Rocket wieder von Jinx. Er ist halt schon krank, muss leer ready, ne? Und der Ornn hat halt keine Items. Ja, der hat schon ein bisschen Rüstungs-Items mit den Schuhen und der Bramble, also. Ja, das ist aber, glaube ich, halt einfach gegen den Damage. Ist es halt nicht so, ne?
Und da wirst du rausgeultet und wirst komplett niedergebürstet. Aber da flasht man nochmal weg. Man überlebt das als Xerath. Währenddessen wird oben der Top-Lane-Inhib abgeholt. Und hoffentlich Xerath trifft. Ja. Oh, von denen kommen schon die Brigade von Vintex. Um halt irgendwie die Leute anzugehen. Ah, der kann doch einfach rauswählen, das weiß man doch. Und hier wird der Lucian wieder abgeholt. Der Jarvan wird abgeholt. Man kann aber weitergehen, der Un ist da. Und man holt sich wenigstens noch die Leona. Also jedes Mal, wenn der Lucian Kill kriegt hat, hat er auch dafür geflasht. Also er hat gedashed, geflasht und hat dafür einen Kill gekriegt und meistens ist er sogar dabei gestorben. Ja, aber ne, noch mehr solche Fehler auf Seiten von Vintex und das wird halt wieder relativ knapp. Weil naja, langsam also der Goldlieb baut sich weiter aus, ne? Ja, aber trotzdem werden die Fights relativ knapper, finde ich. Ja, Drake ist ab und... Den kann man jetzt nicht fighten. Du pushst jetzt raus und gehst da als geschlossenes Team hin. Ja, aber Ornn hat immer noch seinen Propos bewegt. Der hat doch TP der Un, fuck off. Ja, so. Wo soll der denn hin TPen? Naja, los jetzt. Warum ist man denn hier an dem Drake? Hallo! Ja, was man, das soll? Dann gibt man die Hex-Soll halt auf. Die wird mal gecheckt. Naja, gibt ja bloß ein bisschen Fähigkeitstempo und Angriffstempo, so ist es nicht so wichtig für Scaling Champions. Kaputt. Ja, aber damit ist das Spiel hier entschieden mit der Sohle. Muss man wirklich einfach klar und deutlich so sagen. Also es ist halt ein harter Damage Spike, ne? Spike für Vintex. Und das tut halt weh, wenn deine Jinx halt von hinten reinballert. Oh, man versucht hier noch in den Cap zu finden. Man ist sich aber unsicher, Lucian geht so auf Topside Farm, währenddessen die anderen von Sparrows auf. Ja, hier wird der Baron gepinkt, den wird man nicht so angehen. Man wird sich jetzt hier den Baron holen und beendet das Spiel, so wird's laufen. Botlane pusht, der Set inzwischen in Ruhe. Den T3 Tower bekommt man. Das ist aber auch, weißt du noch, dass wir auch in dem Jungle so viel Zeit verschwendet haben, mit einfach nur dummes Rumlaufen. Und das sehen wir hier gerade. So, Leute, merkt euch, dumm im Jungle rumlaufen und nicht wissen, was man zu machen hat, ist das Schlimmste, was du machen kannst. Okay. Zeit ist so wichtig in dem Game. Du hättest, zum Beispiel jetzt als Jungler halt einfach schon mal Ward stellen können, hättest die Topside-Wave annehmen können. Oder keine Ahnung, irgendwas machen. Oder irgendwas machen, aber nee, im Jungle abwarten und gucken, ob da jemand reinläuft oder so, wenn du... Wenn die werden da nicht reinlaufen, die machen den Baron einfach, die sind sowas von ahead. So. Und wir haben es gesagt, es wird im Jungle entschieden, ne? Und es wurde auch entschieden im Jungle. Der Sinn hat einfach komplett drüber rasiert. So. Ja, der hat sich auf dem Botten den nötigen Kit geholt und hat ja die komplette Game gecarried, ne? Also carried in Anführungszeichen, aber doch schon irgendwie. Aber das wird nochmal. Oh, der Fahndungsherrat auf den Gorgi. Der kommt noch raus. Okay, das war nur ein Ulti-Treffer. Damage ist da, ne? Kick sitzt, hier kann man noch ein bisschen chasen. Javan unterwegs. Man hat Barry. Da will man nie. Aber da kommt der Flash raus. Ah, ich hab's gesehen, aber es war nicht genug. Es hat nicht gereicht, aber der Lucian wird sich jetzt hier den Set holen. Der hat Bock. Er hat wieder Flash gleich? Ah, nee, doch, er hat doch kein Flash. Der wird weggekickt. Man kann da weitergehen. Man kann da einfach weitergehen. Boah, die Jinx Rocket tut auch schon ganz schön weh. Ja, aber, ne? Jetzt muss man halt nochmal weggehen, muss man seine Base finden. Das war gut. Das war schön. Man muss halt initial irgendwie engage, irgendwie faken. Und dann den. Also man gewinnt nicht den ersten Fight, aber man gewinnt den zweiten Fight. Weil Vintex hat sich halt, glaube ich, ein bisschen überschätzt. Und na, dementsprechend halt auch den Damage halt fristen dann abgeholt wird. Ja, das ist aber Helms Clan, ne? Und Helms Clan darf halt nicht fallen. Nächster
Das nächste Objective ist in 2:40. Dann kommt nämlich der Elder ab. Und ich glaube, da wird das Game entschieden. Oder halt schon vorher. Ich wollte gerade sagen, also um den Elder wird man hier nicht mehr groß spielen. Ich denke, man müsste jetzt eigentlich mit dem Goldlied hier einfach beenden. So. Aber es ist halt auch schwer, ne? Man hat ja eben gesehen, dass man halt irgendwie nicht beenden kann. Weil man halt einfach, glaube ich, wenn man von Xerath getroffen wird, tut das doch schon recht weh. Solange es keine Leona oder Ja, aber du müsstest erstmal die Waves clearen und musst irgendwie diese ganzen Minions da blockieren. Und währenddessen wird. Naja. und die kommt, er verkillt wieder Xerath. Der Pike geht immer noch. Aber da. Also jetzt wird auf Seiten von Wilkes auf jeden Fall hinten aufgeräumt. Wir haben hier ein 2 gegen 2, ne? Xerath ist noch da und der macht. Nee, der Flash Q! Ballert sie weg! Triple Kill. Bam! Schön. Jinx! Tot! Ja, Quadra von Xerath. Alles schön gespielt auch von Oh. Seiten vom Field Strike Creeper. Was? Das Spiel ist schon vorbei. Es geht weiter, Leute. Ja, ne? Viel Flash Q. Das, was ich meinte, irgendwie. Man kriegt auf Seiten vom Vintex das Spiel nicht wirklich beendet. Weil man einfach denkt, ja, man kann einfach durchpressern. Aber man lässt sich halt poken, ne? Und dann findet halt irgendjemand einen Gage, der Verfall war ziemlich katastrophal. Von Also be das beiden. hat ja auch der Spectator hat ja die ganze Zeit hinterher geswitcht, du konntest ja gar nichts machen, so. Ja. True. Wo ich mir auch sagen müsste, ich habe mir das selber nur angeguckt und nur kommentiert Einfach gelassen. wild. Einfach Man müsste da irgendwie beim Tal so anwenden, es ist zu viel. Es ist zu viel. Es ist zu viel. wild. Man kann es halt auch nicht machen. Da waren ja überall Baustellen, wo gefightet wurde. Ja. Aber gut, aber jetzt. Jetzt haben Sparrows den nötigen Damage, den sie, glaube ich, brauchten. Jetzt ist halt immer noch das Problem, dass halt die Base offen ist. Die muss halt rausgepusht werden. Aber das Gute ist, das nächste Objective ist der Elder Drachen. Das heißt, du musst Mitte und Botlane rauspushen. Und das halt, Botlane hast du schon rausgepusht, jetzt muss die Mitte noch rausgepusht werden. Und dann kannst du halt auch einfach drauflaufen, ne? Also du kannst halt einfach Ich drauflaufen. denke, der Set hat TP ab, der wird jetzt Toplane einfach durchgehen und das Spiel beenden, während dem unten am Elder gefightet wird. Ich sag, Sparrows gewinnen den Teamfight, kriegen aber nicht den Elder. Und der Du musst den Set. Elder jetzt anfangen. Du musst den instant anfangen. Oben pusht der Set. Du hast keine Zeit. Das ist halt super, super Flanks, ne, auf der Seite vom Windex. Und das Spiel ist Ben. Und das ist doch. Boah, der Damage ist ja insane von Xerath. Du kannst. Gewonnen. War gewonnen. Fuck, das war ein Tank. Was, Tank? Was, Der Tank? Lusch geht durch. Der Pike Bam! geht super Nächster aus. Laser. Währenddessen der Lee Sin in der Backline. Wird aber voll gebabbelt von der Nami. Wird gebabbelt von der Nami. Und man nimmt den Predator-Gott. Oh, kommt dann eine riesen Wave auf die Sparrow Base zu. Ja, und ein cleanes Ace. Und du hast alle drei Inhibs wieder. Und der Baron ist gleich ab. Du kannst jetzt Waves rauspushen und den Baron spielen. Alles ist nice. Also, Ja, wie denn? Wie ist denn das passiert, Leute? ja, durch die ganzen overforsten Teamfights, wo Xerath hat immer einen Kill nacheinander gekriegt. Der Astralmann steht 12-3. Der deletet halt einfach nur Wesen. Oh, der deletet, der guckt dich an, der hat Leona angeguckt und gesagt, Laser. Und war tot. Ja, und Duschen macht er auch nicht wenig Damage, ne, mit der Verbindung Ja, mit guck dir mal Nami. die Leona-Items an, kein Wunder. Ja, klar, aber. Kein Wunder, du hast halt nicht so seine Magic Resistance und du weißt, also mit Level steigert sich Magic Resistance nicht so deutlich wie Armor. Ja. Du kannst es halt jetzt nochmal fighten, ne? Also du kannst jetzt den Baron anfangen und wenn die engagieren sollten. Werden sie nicht, werden sie nicht. Die werden den Baron abgeben, das ist ja. Jetzt sind halt einmal das Nicht. Gesicht. Du hast halt immer noch das Scaling, ne? Du bist halt immer noch jetzt eigentlich ahead, einfach nur durch das Scaling. Ja, aber du bist halt einfach ein Astralmann. So. Der Astralmann kann Jinx von weit angucken, die sagen, kann einfach sagen, ey. Und die sagt, was? Laser. Bumm.
So, wie gesagt, kann man einfach sehen, was mit der Leona passiert ist, ne? Oh, hier, die sind ein bisschen out of position, aber der wird einfach ignoriert. Ja, du wirst ja jetzt nicht mehr pushen. So. Ließen geht jetzt für den Backdoor. Macht er nicht. Ja, der Run ist schon da. Macht er nicht. Ja, und deswegen hier Astralmann. Holt sich einfach den Corki. Hä? Man kann das Spiel beenden, oder? Man könnte das jetzt auf jeden Fall das Spiel beenden. Die Lee Sin und Zed sind nicht in der Base. Nee. Man hat eben noch einen Baron Push. Jetzt wird's komplett wild. So, jetzt kommt auf jeden Fall der letzte Fight. Du hast immer noch alle Ultis auf. Seit von Sparrows. Und er versucht nicht zu engage. Du hast noch den Elder Drake. Du hast noch den Elder Drake. Und das muss jetzt gewandelt werden. Das muss jetzt einfach hier jeder. Das ist das Spiel. Das ist das Game. Das ist das Spiel. Das ist krass. Die Sparrows holen sich hier das Game. Also, du hast einfach gesagt: Jo, komm. Drehen es halt einfach nicht. Ich hab keinen Plan. Ja, guck denn bitte Eintracht Spandau gegen Gamer Legion. Guck Sparrows gegen Vintex. Da ist er viel. Ist ja. Was war das denn? Ich hab keinen Plan. Also straight up keinen Plan. Das sah ja so schlecht aus. Also für die Sparrows. Und einfach nur durch zwei Teamfights. Also klarer MVP für mich ist Xerath. Straight up durch. Creeper auf jeden Fall. Ja. Creeper? Also Faithless Creeper, ja, klar. Und Bananensplit, Käse, Wurst, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also das gibt alles überhaupt keinen Sinn. Genauso wie das Game eben. Wir gehen eine kurze Pause. Ich muss es immer echt kurz bearbeiten. Es geht gleich weiter. Ich weiß nicht, was du sagen soll. Ich habe kurz meinen Tisch auseinandergenommen. Bis gleich.